herzlich willkommen zu meinem neuen Video und wir beginnen wieder direkt, weil die Liste ist wieder sehr, sehr lang mit Berichten, mit Nachrichten, ihr wisst Bescheid. Und wir beginnen doch mit meinem allerliebsten Thema und zwar dem Allwunderheilmittel AstraZeneca. Ja, da gab es nämlich einen Bericht von Epoch Times. Es wird immer verrückter, Immunologen schlagen dritte Allwunderheilmittel Verabreichung vor. Man kann die Immunität, die man mit dem AstraZeneca Allwunderheilmittel ausgelöst hat, ohne Probleme mit einem mRNA Allwunderheilmittel später noch einmal verstärken, sagte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Walz, der Augsburger Allgemein vom Donnerstag. Ja klar, warum nicht? Wenn sie nicht wirkt, dann kann man doch ein drittes Mal auch noch mal pieksen. Gar kein Problem. Man muss ja sagen, dass das Allwunderheilmittel von AstraZeneca in der Schweiz quasi verscherbelt wird. Ja, die wollen das loshaben, weil ja die Wirksamkeit nicht so hoch ist. Und wir Deutschen, wir kaufen das natürlich sehr, sehr gerne. Weil damit wird ja jetzt dann die nächste Gruppe gepiekst. Und zwar fallen ja jetzt drunter die Lehrer, die Erzieher, die Polizei soll ja damit gepiekst werden. Super, weil dieses Allwunderheilmittel ist ja sowieso für Personen unter 65, hat anscheinend nicht so eine hohe Wirksamkeit wie die anderen Allwunderheilmittel. Ja, warum dann nicht einfach dreimal pieksen? Gar kein Problem, muss man einfach so sagen. Man sagt ja, doppelt hält besser, dreifach ist dann halt noch besser. Und dann, wo wir doch schon bei diesem Allwunderheilmittel AstraZeneca sind, in Sachsen sind 1000 Allwunderheilmitteltermine frei. Das DRK Sachsen schließt nicht aus, dass es eine Verunsicherung wegen der geringeren Wirksamkeit des Allwunderheilmittels von AstraZeneca gibt. Ist ein Bericht vom NTV. Na sowas. Und deswegen müssen sie jetzt versuchen, dieses AstraZeneca an den Mann zu bekommen. Und das versuchen die wirklich mit allen Mitteln. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber mittlerweile gibt es so viele Nachrichten darüber. Daten weisen auf weniger Ansteckung, zum Beispiel nach BioNTech-Allwunderheilmittel hin. Oder eine Nachricht, könnte Übertragung stoppen. Weitere Studie bestätigt Allwunderheilmittel Hoffnung. Oder BioNTech-Allwunderheilmittel hochwirksam, sind Gepiekste nicht mehr ansteckend. Ja, und diese Nachrichten, die überströmen jetzt auf einmal. Komisch, davor war man sich immer unsicher, wie überhaupt das Allwunderheilmittel wirkt. Und jetzt sagt man, super, die Studie hat ergeben, die Langzeitstudie, das ist ja eh so ein Begriff, wo ich sage, eine Langzeitstudie geht für mich über mehrere Monate, über mehrere Jahre und nicht über ein paar Wochen, ja, weil so viele sind ja noch nicht doppelt gepiekst worden. Und das Lustige ist jetzt auch plötzlich, dass bei AstraZeneca es auch heißt, dass dieses Allwunderheilmittel diesen Virus nicht weiter überträgt. Komisch. Also ich finde es wirklich so komisch und natürlich wird Moderna auch noch nachziehen, das ist ja schon sicher wie es Amen in der Kirche, dass die natürlich auch noch kommen und es da gesagt wird, dass man, wenn man das Allwunderheilmittel Intus hat, dass man dann nicht mehr andere anstecken kann. Ja, das war ja immer schon die ganze Zeit die Befürchtung. Das war ja auch das, wo sie immer wieder gesagt haben, wir sind uns nicht sicher, ob man den Leuten, die gepiekst sind, schon mal die Freiheitsrechte zurückgeben kann. Aber wenn das ja jetzt so ist und die Studien das so ergeben haben, was hält die dann noch davon ab, das so zu machen, dass sie wirklich eine Zweiklassengesellschaft bilden, die Spaltung noch größer wird und Menschen, die gepiekst sind, wieder ihre Grundrechte zurückbekommen. Ja, mittlerweile muss man ja sagen, man muss richtig betteln, dass man seine Grundrechte zurückbekommt. Früher ist man geboren worden und hatte seine Grundrechte, jetzt muss man darum kämpfen und sich pieksen lassen, damit man das bekommt. Das ist die Eintrittskarte ins normale Leben zurück. Es ist so krank, wirklich, auch wenn man immer wieder hört, auch bei Lanz, und die sagen, ja, das ist nicht so und Sonderrechte gibt es nicht und so weiter und so fort. Aber es wird darauf hinauslaufen, weil jetzt heißt es ja schon, das Allwunderheilmittel stoppt die Übertragung von dem Virus auf andere Menschen. Also das ist ja das, worauf sie die ganze Zeit gewartet haben. Der absolute Hoffnungsschimmer. Dieses Allwunderheilmittel wirkt oder alle drei wirken. Perfekt. Was hält die dann davon noch ab, das Ganze wirklich so zu machen, dass man sagt, ja, die Gepieksten dürfen wieder, die Ungepieksten eben nicht. Das ist ja jetzt quasi der Paukenschlag in die neue Normalität, muss man einfach mal so sagen. Ja, und trotzdem sind noch so viele Termine frei und trotzdem sind so viele Menschen skeptisch. Warum? Das verstehe ich doch gar nicht. Es gibt doch keine Nebenwirkungen. Wer spricht denn hier von Nebenwirkungen? Das bisschen mit Fieber, Husten, der eine oder andere stirbt halt kurz danach. Mein Gott, aber das hat ja nichts mit dem Allwunderheilmittel zu tun und so bisschen Kollateralschäden gibt es halt immer. Dann kommen natürlich die Grünen ins Spiel. Viele zusätzliche Tote. Kein Tag ohne neue Panikmache. Diesmal aus dem Munde des Gesundheitsexperten der Grünen. Wir haben eine neue Pandemie, weiß er zu berichten und warnt vor vielen zusätzlichen Toten. Durch die rasante Ausbreitung der Mutation B117, die aktuellen Zahlen machten wenig Hoffnung. Wir müssen eigentlich davon sprechen, dass wir eine neue Pandemie in der Pandemie haben, erläuterte Dahmen. Das hatten wir auch schon letzte Woche und man hört es immer wieder, die Mutation, ja, die neue Pandemie, die dritte Welle, wir stecken drin. Der Lauterbach, der rastet völlig aus. Wir haben eine neue Pandemie. Wir müssen Lockdown machen für die Ewigkeit. Nochmal, da haben wir es wieder. Und jetzt prophezeien sie wieder irgendwelche Toten und keine Ahnung wie viel Tote. Ja, das haben sie uns schon letztes Jahr gesagt und jetzt machen sie es wieder. Und ihr seht, letztes Jahr ist es auch nicht dazu gekommen. Also die haben letztes Jahr schon ihre Prognosen aufgestellt, ihre Modelle am Computer berechnet, ja, und was war? Nichts war. Aber ihr wisst ja, das liegt alles an diesen mega krassen
ganzen tollen Maßnahmen, die Deutschland hat. Ich habe nämlich einen Bericht angeguckt vom Servus TV, auch wieder so einen runden Tisch, wo einfach auch Kritiker da waren und Befürworter der ganzen Sache hier. Und da war eine, die hat gemeint, dass diese Lappen ja sehr wirksam sind und dieser Abstand und Hände desinfizieren und so weiter und so fort, weil es ja keine Grippe mehr gibt. Okay, dann hat einer gefragt, ja, aber wieso gibt es dann Corona? Wieso überträgt sich das, wenn wir ja alle so brav den Lappen tragen, Hände desinfizieren, Abstand halten? Und dann meinte sie, ja, das passiert halt im Büro, da legt man den Lappen ab oder bei privaten Treffen, ja. Aber dann frage ich mich wiederum, warum überträgt sich dann die Grippe nicht? Ist die so eingeschüchtert vom Coronavirus, dass sie sich nicht traut oder wo ist sie denn? Also diese Logik, was diese Frau wieder an den Tag gelegt hat, also die verstehe ich leider nicht, tut mir leid. Das ist mir dann doch zu kompliziert, dieser Gedanke, was sie da so an den Tag legt. Denn warum gibt es Corona aber keine Grippe mehr? Schon allein das muss man sich ja mal fragen. Wir haben doch diese tollen Maßnahmen. Warum überträgt sich trotzdem das Coronavirus ständig weiter? Aber Grippe gibt es nicht mehr, die ist ausgestorben. Fragen über Fragen, die uns wie jede Woche beschäftigen. Oh, dann ein Artikel von unser Mitteleuropa. In Kärnten, das liegt in Österreich, erhalten Corona-Allwunderheilmittel verabreichte nun Armbänder, um öffentlichen Druck auf Nicht-Gepikste zu erhöhen. Und dieses Armband nennen sie Solidaritätsarmband. Denn ihr wisst ja, Solidarität bedeutet aktuell, sich pieksen zu lassen für andere, Lappen zu tragen für andere. Ja, das ist unsere Solidarität. Was mit den anderen passiert, die zum Beispiel taub sind, ja, muss man auch mal denken. Die können gar nicht mehr im gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Die können ja nicht mal mehr von den Lippen ablesen, ja, weil wir alle mit unserem Lappen laufen. Solidarität ist auch, unsere Alten wegzusperren, ja. Das müsst ihr euch immer wieder in den Kopf holen. Solidarität ist, dass man den Enkelkindern jetzt seit fast einem Jahr sagt, ihr dürft Oma und Opa nicht mehr sehen. Das alles ist Solidarität. Deswegen kriegen die Österreicher ein Solidaritätsarmband, weil sie eben so solidarisch sind und sich gepikst haben für die anderen. Ja, und das soll natürlich zu dem Allwunderheilmittel animieren. Da steht nämlich auch, das Armband soll schließlich für alle gepikste Personen als Symbol für Einheit und Zusammenhalt stehen. Auf den Armbändern ist der Spruch, ich helfe mit, ich bin gepikst, zu lesen. Der Gedanke ist wirklich total krass. Er wurde jetzt auch mittlerweile wieder zurückgezogen, weil es eben einen krassen Shitstorm gab und es auch mit früher verglichen wurde. Da hatten wir das ja auch schon mal in gewisser Weise und deswegen ist es jetzt erstmal auf Eis gelegt. Aber ihr wisst ja, auf Eis gelegt heißt nicht komplett vom Tisch geräumt, ja. Betrifft jetzt natürlich Österreich, aber wäre ja auch eigentlich eine gute Idee für Deutschland, oder? Was sagst du, liebe Oberste, zu dieser wundervollen Idee? Könnte man doch machen, die Menschen noch krasser spalten und den Leuten noch schön hier zu verpassen. Ich bin solidarisch, die anderen dann eben nicht. Dann unser Ministerpräsident aus Baden-Württemberg. Ich höre immer nur öffnen, öffnen, öffnen. Davon ist er natürlich genervt. Er ist sehr dünnhäutig auf die Forderungen aus der Wirtschaft nach Öffnungsperspektiven und er sagt dann, ich möchte mal einen erleben, der mal sagt, jetzt machen Sie mal ein bisschen was schärfer. Das höre ich nie. Ja, Leute, was ist denn los mit euch? Warum wollt ihr denn öffnen? Sagt doch mal zu unserem Ministerpräsident, dass es noch härter haben wollt, ja? Alle schließen. Auch die Bäcker, auch die Metzger, das ist noch viel zu locker, wie es hier zugeht, ja? Die Leute, die machen hier Party draußen, ich sehe, alle stehen zusammen und kuscheln eng aneinander, ja? Da muss man einfach härter werden und hier nicht von öffnen, öffnen, öffnen sprechen, sondern von schließen, schließen, schließen. Ich frage mich auch manchmal, was mit den Leuten los ist. Was wollen die eigentlich? Also Freiheit, was ist schon Freiheit gegen diesen Killer-Virus? Dann lieber zu Hause bleiben und alle Geschäfte schließen. Thüringen hat ja entschlossen, den Lockdown bis 15. März zu verlängern. Nächste Woche kommt ja dann wieder hier die Zusammenkunft der Obersten zustande und dann wird ja wieder neu entschieden, ja, und da bin ich schon sehr gespannt, wie lange sie den Lockdown verlängern werden. Wie gesagt, ich tippe auf jeden Fall noch bis nach Ostern. Dann macht sich ja ein Reiseveranstalter unglaublich beliebt, ja, und zwar Alltours, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Der Düsseldorfer Reiseveranstalter Alltours will von Herbst an in seinen eigenen Urlaubshotels der Marke Orsan nur noch Gäste mit einer Corona-Allwunderheilmittel verabreichen. Beherbergen. Viel Spaß und wieder habt ihr einige Kunden verloren. Aber wenn ihr es euch leisten könnt, dann macht es doch sehr, sehr gerne. Die Menschen, die dann gepikst sind, die freuen sich darüber. Ja, dann ein sehr, sehr wichtiger Satz diese Woche von unserer Obersten. Und zwar sagte sie, die Pandemie ist erst besiegt, wenn alle Menschen auf der Welt gepikst sind. Alle Menschen auf der Welt gepikst sind. Dann endet diese Pandemie. Okay, also werden wir es nie schaffen, weil ich und ich weiß, viele da draußen auch, werden sich niemals pieksen lassen. Egal, mit was die uns drohen, egal, welchen Druck sie auf uns ausüben.
ausüben. Deswegen, also wird sie wahrscheinlich dann gar nicht enden. Also quasi wird mir hier wieder erpresst. Es gibt keine Allwunderheilmittelpflicht. Ihr wisst es ja, also nie vergessen, keine Allwunderheilmittelpflicht. Aber die Pandemie hört halt nie auf, wenn ihr euch nicht pieksen lasst. Ihr Deppen da draußen, ja? Ihr Verschwörungstheoretiker, ihr Kritiker. Macht doch mal euren Mund zu, macht eure Ohren zu, macht eure Augen zu und lasst es einfach über euch ergehen. Und hört, was unsere Mainstream einfach zu euch sagt und glaubt alles, was die Obersten zu uns sagen. Und dann werdet ihr glücklich sein und dürft euer altes Leben wieder haben. Das ist ja im Endeffekt das, was sie uns damit sagen wollen. Aber nein, da mache ich und ich weiß viele da draußen nicht mit. Also Pech gehabt, dann wird wohl die Pandemie nie enden. Aber es ist krass, oder, dass sie es so ausspricht. Also diese Frau nimmt wirklich kein Blatt mehr vor den Mund. Erst da der TV-Auftritt beim ARD, wo sie gemeint hat, ja, wenn sie dann jedem das Allwunderheilmittelangebot gemacht hat und der ein oder andere einfach nicht möchte, dann hat er halt Pech gehabt. Dann darf der einfach gewisse Dinge nicht mehr tun, ja. Und jetzt das, die Pandemie endet erst, wenn alle gepiekst sind, ja. Die Frau haut halt einfach raus. Warum nicht? Dann unser Star-Virologe, der sagt ja jetzt schon, dass der Sommer 2021 nicht so entspannt wird wie Sommer 2020. Ich weiß nicht, seine Mutation in seinem Kopf, die ist ja anscheinend schlimmer, ja. Die wird ja auch über die Sommermonate überleben. Also sie ist hitzeresistent. Also es ist wirklich ein Prototyp, ein richtig geiles Teil dieser Virus. Ja, und deswegen werden wir auch weiterhin im Sommer mit diesen Einschränkungen leben müssen. Ja, wer weiß, vielleicht habe ich ganz unrecht mit meiner Prognose mit Lockdown bis nach Ostern, vielleicht auch Lockdown für komplett 2021. Dann, wenn sie es jetzt sagen würden, dann wäre es ja schon mal besiegelt und man könnte sich darauf einstellen. Die Leute könnten schon mal ihre Läden räumen, die müssten nicht mehr Miete zahlen, die könnten versuchen, die Läden loszubekommen. Aber man muss es natürlich so ein bisschen Salami-Prinzip-mäßig machen, damit es auch spannend bleibt, das Ganze hier. Es ist ja wie ein schlechter Film. In einem Film bleibt es ja auch immer spannend, deswegen muss die Spannungskurve immer ganz oben bleiben. Ja, das hat man auch schon in der Schule gelernt. Beim Aufsatzschreiben, Spannungskurve ganz wichtig und das machen unsere Obersten natürlich jedes Mal, wenn sie wieder sich zusammensetzen und sagen, nee, jetzt noch nicht. Unser Showmaster und Gesundheitsexperte wollte ja vorpreschen und sich ganz vorbildlich pieksen lassen. Und zwar mit AstraZeneca. Er hat es ja angekündigt, dass er sich das verabreichen lassen möchte. Ja, und dann wurde es wieder zurückgezogen, weil er anscheinend Drohungen bekommen hat. Ich weiß nicht, vielleicht hat er Drohungen von dem Allwunderheilmittel bekommen, dass wenn er das jetzt piekst, dass man nicht so genau weiß, was passieren wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er jetzt wieder einen Rückzieher gemacht und es liegt erstmal auf Eis. Aber in dem Fall sage ich, auch wenn es da noch nicht vom Tisch ist, das wird so ganz nebenbei immer weiter runtergeschubst vom Tisch, bis es dann runtergefallen ist und keiner mehr drüber spricht. Aber Hauptsache, ey, der Gedanke war ja immerhin da und er wollte es ja machen. Und dann kam halt was dazwischen, blöderweise. Dann habe ich gehört, in Österreich soll es ja wieder zu Öffnungen kommen, aber nur mit Test. Also wenn man auch im Hotel ist, da muss man sich immer wieder regelmäßig testen lassen, je nachdem, wie lange man bleibt. Wenn man in Restaurants gehen möchte, muss man einfach ein Negativ-Testergebnis vorweisen und so weiter und so fort. Das hat ja auch jetzt der Palmer aus Tübingen schon gemeint. Der kam ja auch diese Woche im Stern-TV und er findet es ja auch gut, wenn man so Testzentren quasi in der Innenstadt aufbaut und sich dann einfach testen lässt und mit dem Negativtest dann eben passieren darf. Die Tests sind ja jetzt sowieso das neue Nonplusultra. Ja, ohne Tests geht jetzt nichts mehr. Unser Leben besteht jetzt nur noch aus Test, 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 Test und natürlich Allwunderheilmittel, nicht zu vergessen. Aber der Test, das ist ja jetzt die Lösung aus diesem ganzen Debakel heraus. Weil wenn man ja genug testet, dann kriegt man gleich mit, wer eventuell, was ich finde bei diesen Schnelltests, das ist ja noch schlimmer als bei dem Goldstandard-PCR-Test. Das habe ich auch diese Woche gehört, Goldstandard-PCR-Test. Also wenn das der Goldstandard ist, dann weiß ich auch nicht, wo wir gelandet sind. Es sind einfach ungenau, ist einfach so. Ich will nicht wissen, wie viel Falsch-Positive dabei wieder rauskommen, die Pferde wieder scheu gemacht werden, die Leute dann irgendwo anders hin müssen, um diesen richtigen Goldstandard-PCR-Test zu machen. Und diese Testerei, die geht mir langsam so auf den Nerv. Ich verstehe nicht, warum man jetzt ständig testen lassen muss, damit man weiß, ob man es hat. Also dann muss ja der Virus wirklich sehr, sehr schlimm sein, ja, wenn man ihn nicht mal bemerkt. Das ist nämlich auch das Heimtückische, ja. Man hat den in sich, man spürt es nicht und dann steckt man so viele Leute an und alle werden krank und alle sterben und es ist so schlimm, das ist einfach dieser Killer-Virus inkognito, den wir hier haben und deswegen müssen wir einfach testen, 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 ja. Und das plant nämlich Österreich, die überlegen, ob sie das so machen wollen oder nicht. Dann ganz lustig von der Tagesschau, Deutschlands längster Lockdown ohne Wirkung. Der Landkreis Berchtesgaden in Bayern ist seit dem 20. Oktober 2020 im Lockdown. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berchtesgaden trotz 4 Monate Lockdown bei 88,7. Sehr interessant. Hat wirklich sehr viel gebracht, der Lockdown, muss man einfach sagen. Die anderen Städte, Landkreise sind da irgendwie weiter unten. Aber naja, was soll man machen? 4 Monate Lockdown tut ja auch mal gut. Einfach die Seele baumeln lassen. Dann noch zwischendurch für euer Kalender zum Eintragen. Am 20.03.2021 findet auf dem Königsplatz in Kassel
Festival von 12 bis 16 Uhr mit anschließendem Aufzug eine weltweite Mega-Demo. Statt Frühlingserwachen, die Welt steht auf. Ein Tag, ein Ziel, weltweit, alle zusammen in der Mitte Deutschlands. So steht es hier auf diesem Flyer. Ich würde sagen, tragt es euch in euer Kalender ein und seid am 20.03. mit am Start in Kassel. Ich glaube, das wird wieder unglaublich schön. Ja, und wenn wir ja schon bei unserem Ministerpräsident vorhin waren, ja, der hat ja gemeint, er kann es nicht mehr hören, wenn man da ständig von Öffnen spricht. Meint er, dann machen wir einen richtigen Lockdown. Eine dritte Welle, die noch schlimmer sei als die zweite, könne nicht im Interesse der Wirtschaft sein. Dann machen wir einen richtigen Lockdown. Den gab es bisher ja gar nicht. Der überwältigende Teil der Wirtschaft sei von den Maßnahmen derzeit gar nicht betroffen. So, unser Ministerpräsident hier aus Baden-Württemberg. Ja, Leute, wenn ihr hier immer von Öffnen sprecht, dann machen wir einen richtigen Lockdown hier, nicht so Pillepalle. Das ist ja nur Lockdown Mittel und dann gibt es noch Lockdown Hart oder Ultra Hart. Ich weiß es nicht. Was er da sagen möchte, auf jeden Fall. Er droht. Dann natürlich der Showmaster hier. Dritte Welle, neue Pandemie und so weiter und so fort. Haben wir ja vorhin schon gehabt. Aber der Mann, der lebt eh irgendwie in einer ganz anderen Welt. Der steckt so voller Panik. Ich würde ihm wirklich raten, anstatt von Show zu hüpfen, einfach zu Hause bleiben. Einfach mal zu Hause bleiben und nichts machen. Türen abschließen, Rollläden runter, dass auch wirklich nichts an ihn rankommen kann. Weil er ist sehr gefährlich mit dem, was er macht. Ja, auch wenn er sich da immer vor den Shows testen lässt, so wie er es immer sagt. Aber trotzdem ist es gefährlich, weil er wirklich mit sehr vielen Menschen in kürzester Zeit da immer wieder zusammenkommt. Und so viel unterschiedlichen Menschen. Das ist absolut nicht gut, muss man einfach so sagen. Und nicht akzeptabel in dieser aktuellen, sehr, sehr schlimmen Zeit. Mit diesem Killer-Virus, der hier tobt. Und dann nochmal was ganz Interessantes. Trotz der epidemischen Lage, nationaler Tragweite und der immer wieder betonten schlimmsten Pandemie wurden in 2020 ca. 20 Kliniken in Deutschland geschlossen und zahlreiche Intensivbetten abgebaut. Weitere Kliniken sollen in diesem Jahr folgen. Aber wir sind überlastet. Habt das bitte immer im Hintergrund. Wir sind so überlastet, dass wir schließen müssen. Dann ein Artikel von Wochenblick.at. Aufgrund der Nebenwirkungen des Allwunderheilmittels fielen in einer HNO-Praxis in NRW so viele Angestellte aus, dass die Praxis zunächst geschlossen bleiben musste. Was ist denn da los? Das kann ja wohl nicht sein von dem Allwunderheilmittel. Die haben sich bestimmt davor mit was anderem infiziert. Also von diesem Allwunderheilmittel kann das ja wohl nicht kommen, ja? Das ist ja super, das Zeug. Dann ein Artikel von der Epoch Times. Aerosolphysiker, Maskenpflicht im Freien ist völliger Unsinn. Der Aerosolphysiker Gerhard Scheuß sieht keine Ansteckungsgefahr durch den Coronavirus. Im Freien Infizierte würden dafür viel zu wenig Viren ausatmen. Bei einem Vorbeigehen kann man sich nicht anstecken. Das ist unmöglich. Da kriegt man einfach viel, viel zu wenige Viren ab, sagte Scheuch, der die Europäische Arzneimittelagentur EMA berät in einem Interview mit The Pioneer. Bei den Coronaviren, mit denen man es derzeit zu tun habe, braucht es mindestens 5 bis 15 Minuten relativ dicht zusammenstehen, um sich direkt zu infizieren. Deshalb sei SARS-CoV-2 auch ein Innenraumproblem. Und so weiter und so fort. Ja, es ist sehr interessant. Trotzdem tragen die Menschen draußen diesen Lappen. Und dann wird auch noch das Fahrradfahren verboten in gewissen Teilen, damit sie nicht so viel Aerosole ausstoßen. Unlogisch. Einfach alles sehr, sehr unlogisch. Dann ein Artikel von der Tagesschau vom 19.02. Starkes Immunsystem genügt nicht. Vitamine haben keinen Einfluss. Das heißt, diese spezifischen Defizite des Immunsystems haben nichts damit zu tun, ob diese Menschen sich grundsätzlich gesund ernähren oder genug an die frische Luft gehen. Wir haben im Moment keine Möglichkeit, durch irgendwelche Vitamine oder Mittelchen ein normal funktionierendes Immunsystem spezifisch gegen SARS-CoV-2 zu stärken, so Watzel. Die einzige wirksame und zielgenaue Stärkung des Immunsystems gegen das Coronavirus sei das Allwunderheilmittel und nichts anderes, nicht euer Immunsystem, gar nichts, sondern das Allwunderheilmittel. Ihr wisst ja, Herdenimmunität nur durch das Allwunderheilmittel. Immunsystem genügt nicht, absolut nicht, das Allwunderheilmittel muss her. Also habt das immer wieder im Hintergrund. Die Tagesschau, die kennt sich jetzt auch medizinisch aus, ist ja gar nicht mal schlecht, so viele Kompetenzen zu haben und es auch so rauszuhauen. Also wie gesagt, ihr müsst nicht rausgehen, nicht an die frische Luft, zu Hause bleiben, noch besser für euer Immunsystem, bringt sowieso nichts. Es gibt ja auch keine anderen Krankheiten, es gibt ja nur das eine, deswegen Immunsystem ist gar nicht wichtig. Schön die Maske tragen, damit das Immunsystem immer weiter runterfährt. Und wenn dann mal irgendwann, in keine Ahnung wie vielen Jahren, das Ganze hier vorbei ist und die Leute dann wieder ihre Maske abziehen, oh, die wird es direkt umhauen. Die können nicht mehr in den Bus oder so, die wird es direkt umhauen. Der erste Virus, das erste Bakterium, zack, sind sie weg. Das Immunsystem ist da nicht mehr vorhanden, aber das brauchen wir ja auch nicht. Wir haben ja das Allwunderheilmittel. Immunsystem ist ja auch von früher, das war mal so. Aber jetzt ist ja was anderes in, ja, Allwunderheilmittel. Oh, dann ein Artikel von der FAZ, die hat mich diese Woche so aufgeregt. Am Ende hilft nur eine Allwunderheilmittelpflicht vom 21.02. Allwunderheilmittelgegner sind nicht recht bei Sinnen und lassen sich kaum von ihrem Irrglauben abbringen. Dann kommt am Ende ein gesetzliches Gebot zum Pieksen. Dieser Tage habe ich
meinen Allwunderheilmittelpass wieder ausgekramt. Man brauchte das knatschgelbe Dokument ja nur noch selten, wenn man nicht gerade durch Gebiete mit hohem Hepatitisrisiko zu reisen vorhatte. Das wird sich ändern, wenn wir hoffentlich bald gegen Corona gepiekst sind. Wird der Allwunderheilmittelpass mindestens so wichtig werden wie der Reisepass? Schon denken mehrere südeuropäische und skandinavischen Länder an Korridore für Reisende mit Corona-Allwunderheilmittel. Griechenland hofft auf Touristen aus Israel, wo bekanntlich heute schon fast alle Hochrisikogruppen durchgepiekst sind. Wie man so sagt, dass die EU dies den Griechen verbieten will, ist nicht gerade eine Werbebotschaft für die Gemeinschaft, um das mindestens zu sagen. Also, wir, die irgendwie skeptisch sind oder so, wird ja eh nicht gern gesehen. Wir führen es so weit, dass es zu einer Allwunderheilmittelpflicht kommen wird. Ja, aber sollen sie es doch machen. Ich werde mich trotzdem nicht pieksen lassen. Es ist mir egal. Es ist mir wirklich so egal, wie die mir drohen, was die mir sagen. Ich werde mich nicht pieksen lassen. Ja, und natürlich hier unser Gesundheitsminister, der dackelt der Obersten hinterher und sagt, die Pandemie hört erst auf, wenn alle gepiekst sind in allen Ländern. Ja, natürlich. Der muss das ja sagen. Der gehört ja zu den obersten Clan dazu. Die sind alle einer Meinung, ja. Das ist eine Gang. Da kommt nicht einer mit einer anderen Meinung rein. Der ist out. Ihr wisst ja, wer nicht spurt, sorry, aber der gehört einfach nicht dazu. Und deswegen, ja, sagt er natürlich dasselbe wie unsere Oberste. Dann ein Artikel vom Tagesspiegel. 20, 35 oder 50, nicht zielführend. Berliner Amtsärzte fordern Abkehr von Lockerungen nach Inzidenzwert. In einem Schreiben an den Berliner Senat haben alle 12 Amtsärzte eine veränderte Lockerungsstrategie gefordert. Sie kritisieren No-Covid-Konzepte scharf. Diese Inzidenzen bilden nicht das wirkliche Infektionsgeschehen ab, schreiben die Amtsärzte. Sie seien von Testkapazitäten und dem Testwillen der Menschen abhängig. Dadurch kommt es zu Schwankungen, die nicht die Infektionslage widerspiegeln. Sogenannte No-Covid-Strategien, wie sie von führenden Wissenschaftlern erarbeitet wurden, kritisierten die Amtsärzte scharf. Diese würden den Lebenswirklichkeiten nicht gerecht, heißt es. Diese Modelle würden andere Fragen der öffentlichen Gesundheit völlig außer Acht lassen. Absolut. Stimmt so. Die Inzidenzen, die schrauben die ja eh hin und her. Jetzt bin ich mal gespannt, was dann nächste Woche wieder von der Inzidenz im Raum steht. Jetzt wäre ja vielleicht 25 ganz cool. Ja, und die sagen einfach, das kann ja wohl nicht sein. Und das ist auch gut so, weil das kann einfach auch nicht sein. Und das ist auch gut so, dass das hier kritisiert wird. Dann auch was richtig krasses, ja, von Bild.de. Auf der Homepage predigt die CDU Sachsen-Anhalt: In dieser schwierigen Phase können wir alle unseren Beitrag leisten. Je weniger wir uns treffen, umso schneller sinkt die Infektionsgefahr. Absolut. Gebe ich denen natürlich total recht. Ja, Treffen sind absolut Gift für die aktuelle Zeit. Nun hält sich die Union aber selbst nicht dran. Am Wochenende kamen in Dessau tatsächlich hunderte Delegierte zu ihren Landtagsparteien zusammen, wählten Partei- und Regierungschef Rainer Haselhoff zum Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Juni. Dass beim Parteitag offensichtlich keine Maskenpflicht eingefordert wurde, passe nicht zu einer Zeit, wo politische Entscheidungsträger auch der CDU anderen härteste Grundrechtsbeschränkungen auferlegen. Ja, die waren zu 100 in einem Raum mit leichten Abständen, Tisch an Tisch eben, ohne Maske aber. Und wir hocken alle alleine zu Hause und dürfen unsere Liebsten nicht mehr sehen. Da haben wir es wieder: Wasser predigen und Wein saufen. Dann sage ich mal Prost an euch da draußen. Dann kurz zu einem Artikel von der Pforzheimer Zeitung. Krankenkasse: fast jede zweite Kinder-OP wegen Lockdown ausgefallen. Natürlich haben auch viele Angst, dahin zu gehen mit ihren Kindern. Angst vor Ansteckung auch. Ja, weil die Panik, die wird ja sowieso ständig irgendwo zelebriert und gezeigt, wie schlimm das alles ist. Dann haben natürlich auch Leute Angst und natürlich auch OPs verschoben, um Betten freizuhalten. Dann ein Artikel von ntv.de. Es vergeht kein Tag mehr ohne verbale Attacken gegen Allwunderheilmittelgegner. Der Präsident der deutschen Intensivmediziner Gernot Marx ist zuversichtlich, dass Deutschland die Corona-Pandemie in der zweiten Jahreshälfte unter Kontrolle bekommen kann. Aber das setzt wirklich voraus, dass sich so gut wie alle pieksen lassen. Sonst entstehen in der Zwischenzeit wieder neue Mutanten. Tja, aber trotzdem werde ich mich nicht pieksen lassen. Und es wird auch trotzdem zu Mutationen kommen. Das kennen wir schon von anderen Viren. Es gibt immer wieder Mutationen. Es ist nichts Neues und deswegen wird es auch in Zukunft so sein, auch wenn die Leute sich pieksen lassen. Es ist einfach so, dass die Viren mutieren und dann können wir jedes Jahr zum Pieksen rennen. Dann ein Artikel von Uncut News. Oxford-Wissenschaftler: die Einführung der Allwunderheilmittel wird neue Covid-Varianten auslösen. Ein hochrangiger Wissenschaftler der Universität Oxford hat davor gewarnt, dass die weltweite Einführung von Covid-19-Allwunderheilmittel dazu führen wird, dass das Virus mutiert, angetrieben durch immunologische Selektion und nicht durch die bisher beobachteten Anpassungen. In einer Rede am Mittwoch vor dem Wissenschafts- und Technologieausschuss des britischen Unterhauses sagte Professor Sir John Bell, Oxfords Regius-Professor für Medizin, dass die bisher beobachtete Covid-19-Mutation ein Ergebnis der Anpassung des Virus sind, um in seinem neuen Wirt dem
Menschen effektiver zu sein. Die meisten Varianten, die wir bisher gesehen haben, stellen diese Art der Anpassung an eine neue Spezies dar. Es ist ein bisschen wie beim Umzug in eine neue Wohnung. Man schiebt das Sofa hin und her und stellt sicher, dass der Fernseher an der richtigen Stelle steht, sagt Bell gegenüber Kollegen und Gesetzgebern. Was wir zwischen jetzt und dem Ende des Jahres sehen werden, ist eine Reihe von Varianten, die durch immunologische Selektion angetrieben werden, hauptsächlich durch die Allwunderheilmittel, und das wird eine weitere Ebene der Komplexität hinzufügen. Das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass eben durch das Pieksen das Virus versucht, noch mehr zu mutieren, dass es einfach wieder quasi den Menschen befallen kann, wenn man das so sagen kann. Deswegen ist ja das, was sie uns sagen, mit wenn wir das Allwunderheilmittel intus haben, ist alles in Ordnung, ja, und wir, die sich nicht pieksen lassen, sind für die Mutation verantwortlich. Also ihr seht, das ist falsch, was sie uns da wieder predigen, ja, was sie uns versuchen zu erzählen, das stimmt einfach nicht. Dann möchte ja unsere Oberste ihren mehrstufigen Lockerungsplan vorstellen nächste Woche, bin ich auch mal gespannt, was das wieder beinhaltet. Und der Ministerpräsident aus Bayern, der möchte ab kommender Woche nach den Friseuren auch weitere körpernahe Dienstleistungen in Bayern erlauben, darunter auch die Fußpflege, zudem sei die Öffnung von Gärtnereien, Gartenmärkten und Blumenläden geplant. Natürlich unter den Voraussetzungen, dass die Grenzwerte der Neuinfektionen nicht überschritten werden, aber natürlich wird er dann gleichzeitig, wenn er das sagt, auch von der dritten Welle anfangen, von der neuen Pandemie in der alten Pandemie, den Inzidenzwerten, der Mutation und so weiter und so fort, also wird das wahrscheinlich sowieso nicht dazu kommen. Ja, aber man muss ja die Menschen bei Laune halten und deswegen gibt nur dem kleine leckere Leckerlis. Da freut sich doch jeder drüber. Hauptsache, man macht so ein bisschen Hoffnung, wirklich so ganz, ganz, ganz bisschen, weil er hat ja auch gesagt, wenn wir die Friseure öffnen, dann geben wir den Menschen ein Stück Würde wieder zurück. Ja, ganz normal. Ein Stück Würde geben wir den Menschen zurück. Ja, die haben ja keine Würde mehr. Wir haben denen ja alles genommen, weil die da oben einfach die Zügel in der Hand haben. Ja, dann die Bundesjustizministerin Lambrecht von der SPD, die plädiert ja auch dafür, dass die Corona-Gepieksten wieder mehr Rechte bekommen, mehr Grundrechte. Dann aber der Regierungssprecher, der dämpft wiederum die Hoffnung auf Lockerung. Gute Entwicklung ist vorbei. Die gute Entwicklung, die uns über längere Zeit täglich sinkende Infektionszahlen beschert hat, ist im Moment vorbei. Die Zahlen steigen wieder. Der Anteil der britischen Virusvariante betrage 20 bis 25%. Man müsse davon ausgehen, dass dieser Anteil wieder zunehme. Diese sei bei vorsichtigen Öffnungsschritten zu berücksichtigen. Dann der Bundestagsvizepräsident von der FDP möchte ja auch, dass die Gepieksten wieder ihre Rechte zurückbekommen, bla bla bla. Die Obersten prüfen jetzt eine Einführung eines digitalen Allwunderheilmittelpasses. In Israel ist es bereits Realität. Wer gegen das Coronavirus gepiekst ist, bekommt einen digitalen Allwunderheilmittelpass, grüner Pass. Mit diesem kehrt ein Stück Normalität in den Alltag zurück. Dann sind Fitnessstudios, Urlaubsreisen oder Restaurantbesuche schneller oder überhaupt erst wieder möglich. In Deutschland lehnen sowas unsere Obersten hierzulande ab. Ihr Argument, dadurch würde eine Zweiklassengesellschaft entstehen. Absolut. Mhm. Bis jetzt haben wir ja noch keine, aber das würde es natürlich bringen. Das sei mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Ach, das Grundgesetz, da wird es mal wieder erwähnt. Was ist überhaupt das Grundgesetz? Doch nach Recherchen von Business Insider ist man hinter den Kulissen schon deutlich weiter. Demnach prüfe das Bundesgesundheitsministerium und das Bundesinnenministerium die bundesweite Einführung eines digitalen Allwunderheilmittelpasses. Man muss ja vorne rum so tun, als wäre alles in Ordnung und man würde auf jeden Fall nie auf die Idee kommen. Aber hinrum kann man das ja ganz anders machen. Der Plan, wer eine solche Karte erhält, für den gelten die Corona-Regeln zwar weiter, doch wenn beispielsweise Restaurants oder Fitnessstudios wieder öffnen dürfen, wären Betreiber in der Lage, nur gepiekste Zugang zu gewähren mit Hilfe eines QR-Codes. Auf der Karte ließen sich der Name des Karteninhabers und des jeweiligen Geburtsdatums auslesen. Stimmt beides mit dem Personalausweis überein, bekommt man einen Tisch oder darf trainieren. Gleiches gilt für Reiseveranstalter. Das Unternehmen Altus hat ja bereits am Wochenende angekündigt, nur gepiekste in seine Hotels zu lassen. Auch die internationale Flugtransportvereinigung arbeitet bereits mit einem digitalen Ticket, bei dem hinterlegt wird, ob man gepiekst ist oder nicht. Hier hätten Airlines künftig die Möglichkeit, nicht gepiekste den Flug zu verweigern. Super! Super Idee, das ist so eine tolle Idee, wirklich. Das ist genau das, was ich schon vor keine Ahnung wie vielen Monaten euch gesagt habe mit diesem Immunitätsausweis, dass wir so eine Karte kriegen und dann immer wieder scannen können und die uns dann entweder reinlassen oder nicht reinlassen. Ja, und hier haben es doch schwarz auf weiß. Ich sage ja, es gibt absolut keine Verschwörungstheorien mehr. Die sind mittlerweile alle wahr geworden oder werden noch wahr. Ist einfach unfassbar. Wir sind wirklich Hellseher. Ich bin so stolz auf uns. Aber es ist doch krank, oder? Es ist so krank. Vorne rum, nein, Zweiklassengesellschaft, hintenrum schon alles fertig, der ganze Plan steht. Auch dieses Allwunderheilmittelpflicht, das heißt nicht mehr durch die Hintertür, die machen es einfach durch die Vordertür. Was Hintertür? Hintertür ist out, Vordertür vorne raus, allen das wahre Gesicht zeigen und dann ist doch gut. Ach ja, und dann gibt es ja jetzt ein Verweilverbot in Düsseldorf. Nach dem unerwarteten Ausflügeransturm in der Düsseldorfer Altstadt am Samstag und Sonntag planen die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt für das kommende Wochenende deutliche Einschränkungen. So soll etwa die Maskenpflicht in der Altstadt ausgeweitet werden. Im Geltungsbereich der Maskenpflicht soll es außerdem ein sogenanntes Verweilverbot geben. Es soll dort dann nicht mehr erlaubt sein, sich etwa für ein Picknick hinzusetzen
oder ein Eis zu essen. Die Besucher müssten sich bewegen, so Zaum. Die Stadt sprach in einer Mitteilung von einem ausufernden Treiben am vergangenen Wochenende. Ja, die Leute wollen raus. Was sollen sie denn noch machen? Ihr sperrt sie doch ein. Die haben ja gar keine Möglichkeit, als in die Natur zu gehen, in die Städte zu gehen, irgendwo zu verweilen. Aber jetzt gibt es auch noch Verweilverbote. So krank, weil wenn man stehen bleibt, dann kommt der Virus und greift einen an. Deswegen muss man immer in Bewegung bleiben, immer gucken, dass man ja wegläuft von dem, damit man nicht diesen Virus einfängt. Also absolut legitim, dieses Verweilverbot. Der Virus ist schnell und wir müssen einfach schneller sein. Und vor allem schneller hier im logischen Denken, ja, ist ja klar. Deswegen immer in Bewegung bleiben, Leute. Nicht verweilen, immer in Bewegung bleiben. Dann natürlich unser Showmaster. Öffnungsschritte müssen nach hinten verschoben werden. Ganz weit nach hinten. Auf das Jahr 2030 am besten direkt. Wir sind noch nicht mitten in der dritten Infektionswelle, aber diese hat angefangen und lässt sich auch nicht mehr aufhalten. Ich merke gar nichts. Ich merke gar nichts. Vor allem die Temperaturen. Es wird warm draußen. Es ist super schön draußen. Die Leute halten sich viel mehr wieder draußen auf. Wie will es überhaupt überleben? Aber nein, wir sind mitten in der dritten Welle und wir spüren alle davon nichts. Es sagt auch noch, es gibt Experten, die ich gar nicht kenne, die glauben, dass die Gefährdung aus saisonellen Gründen abnimmt. Das wird alles nicht geschehen. Das Problem wird sich nicht durch das bessere Wetter lösen. Die britische Variante B.1.1.7 wird dadurch nicht zurückgedrängt. Die neue Variante des Virus werden sich durchsetzen. Ja, das weiß er schon. Er ist auch Hellseher. Er spekuliert, er haut's raus, öffentlich und nimmt kein Blatt vor den Mund. Also, es wird keine Besserung geben. Ist einfach so, ja. Der Frühling wird nicht unsere Rettung sein. Ja, dann Rheinland-Pfalz will Shopping nach Terminvergabe erlauben. Im Rheinland-Pfalz sollen ab 1. März mehrere Bereiche des öffentlichen Lebens wieder öffnen dürfen. Unter anderem sieht die Landesregierung die Öffnung von Geschäften unter Vorbehalt vor. Laut einem Beschlusspapier, das NTV vorliegt, dürfen gewerbliche Einrichtungen Einzeltermine vergeben, die für eine Person sowie eine weitere Person aus dem gleichen Hausstand gelten. Also als jetzt Termine, wann du dann quasi shoppen gehen kannst. Superschön. Dann natürlich auch die oberste. Wir sind jetzt in der dritten Welle. Wir dürfen jetzt keine Wellenbewegungen bekommen. Ja, ja, ja. Genau, dann hier unser Christoph Walz. Ja, eigentlich ein geschätzter Schauspieler von mir. Ich habe ihn wirklich immer sehr mögen. Jetzt nicht mehr, muss man einfach so sagen. Denn er hat gemeint, Corona-Leugner und Querdenker sind asoziale Vollidioten. Auch wieder ein Mensch, der Mainstream pur ist, vielleicht auch ausgenutzt wird von den Obersten, noch bezahlt wird für das, was er da sagt. Weil ich mir manchmal echt denke, so blöd kann man doch gar nicht sein, um das Ganze zu glauben und dann auch noch sowas zu sagen, uns zu beleidigen. Was ja sowieso total normal geworden ist mittlerweile in unserer Gesellschaft. Man beleidigt einfach, man haut einfach raus öffentlich, macht doch nichts. Früher hat man sich eingesetzt, Mobbing ist ganz schlimm, liebe Kinder, mobbt euch nicht. Nein, 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 heutzutage zeigt man das ganz schön im Fernseher, in Berichten, dass Mobbing einfach ganz normal ist, ja. Dass es einfach Menschen gibt, die muss man beleidigen mit allen Mitteln. Und es ist wirklich, wirklich krass, was hier passiert ist. Und natürlich hat er ganz viele Sachen gesagt, sowas wie die Leute, die sich Querdenker nennen, denken entlang des Brettes, dass sie vorm Kopf haben. Mhm, absolut, ja. Ich glaube, ich muss gar nicht drauf eingehen, ich finde es einfach nur abartig und eklig. Mag ich nicht sowas, ich habe das noch nie mögen, wenn man andere beleidigt. Wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, warum wir auf die Straße gehen, wer wir sind, was wir sind, sondern uns irgendeine Ecke stellen oder sonst was. Sorry, aber mit solchen Menschen gebe ich mich einfach auch nicht mehr ab oder interessiert mich auch nicht, was die sagen. Deswegen geht's mir am Po vorbei. Dann auch sehr interessant, der Hessener Kultusminister hat am Anfang immer gesagt, Maskenpflicht im Unterricht unangebracht. Ja, das war noch am 1.9.2020 und jetzt Maskenpflicht an Hessens Schulen bald ab der ersten Klasse vom 11.2.2021. Das kündigte auch der Kultusminister am Donnerstag nach der Sitzung des hessischen Corona-Kabinetts in Wiesbaden an. Der Mann steht auf jeden Fall zu seinem Wort. Dann die Giffey, ja, die hat ja gemeint, wir haben Erstklässler, die haben dieses Jahr noch nicht mal lesen und schreiben gelernt. Wir haben akute Bildungs- und Bindungslücken, die entstanden sind. Es ist nötig, dass wir schrittweise wieder in den Kita- und Schulbetrieb zurückkehren. Und in einem anderen Ding steht, Homeschooling hat gut funktioniert. So die Frau Giffey. Die weiß auch nicht so recht, was sie sagt. Homeschooling hat gut funktioniert. Nur, dass wir halt einige Bildungs- und Bindungslücken haben. Vor allem eben die Erstklässler, die nicht mal lesen und schreiben können. Aber Homeschooling hat funktioniert. Also von dem her alles in Ordnung. Dann ein Artikel, Salzburger Schüler erhalten elektronische Corona-Abstandskontrolle. Ein Salzburger Wirtschaftsrealgymnasium hat mit der technischen Überwachung von Schülern und Lehrern angefangen. Das geschieht mit neuartigen Abstandsmeldern, die auch von einigen Arbeitgebern eingesetzt werden. Brummt und leuchtet rot, sobald man zu nahe kommt. Super, wirklich, total toll. Dann ein Artikel von Wirtschaftswoche. Das wird die größte Klagewelle, die Deutschland je gesehen hat. Einzelhändler, Hotels, Restaurants, Fitnessstudios, Modehäuser. Der nicht enden wollende Lockdown bringt immer mehr Betriebe in schwierigen Existenzängste. Ihre letzte Hoffnung, klagen. Und das sollt ihr auch machen. Klagt doch endlich mal. Kommt auf die Straße und macht was. Ist halt so ruhig. Ich höre gar nichts. Und ich hoffe, dass diese Klagewelle jetzt so krass enorm wird und der Druck einfach immer größer auf die da oben. Dann in Niedersachsen, Polizeipräsident nach Alwunder-Heilmittel-Kritik entlassen. Haben wir jetzt schon öfters gehört, dass Leute ihre Stellen verloren haben, wenn sie sich kritisch geäußert haben. Aber wir haben keine Zweiklassengesellschaft. Wir diskriminieren nicht, absolut gar nicht. Man hat halt keine Meinungsfreiheit mehr. Sonst ist ja alles in Ordnung. Man möchte halt einfach nicht mehr, dass die Leute ihre Meinung äußern. Ganz einfach, das ist halt die neue Normalität. Einfach seine Meinung bei sich behalten und die nicht mit anderen teilen. Dann, S. Oliver prüft Verfassungsbeschwerde. Die Modewirtschaft steigert den juristischen Druck, um eine Öffnung ihrer Geschäfte zu erzwingen. So erwägt die Begleitungskette S. Oliver eine Verfassungsbeschwerde. Wir haben
haben uns die Möglichkeit von Klagen offen gelassen, sagt Unternehmenschef Klaus-Dietrich Lars. Wenn wir uns dazu entschließen, würden wir eine Klage sehr grundlegend begründen. Die Ansprüche würden sehr vehement zur Sprache gebracht, kündigt er an. Das Unternehmen produziert derzeit etwa 1 Million Euro Verlust pro Tag. So etwas geht selbst kerngesunden Unternehmen unter die Haut. Und davon gibt es viele, sagt Lars. Und das sind die großen Unternehmen. Ich sag ja, die Einzelhändler, die kleinen Einzelhändler, die kleinen Blumenläden, die Tattoo-Studios, die Modegeschäfte und so weiter und so fort. Was sollen die denn sagen dann, wenn schon so jemand so etwas sagt? Und auch Saturn, Mediamarkt, Obi, die planen ja auch Prozessschlacht gegen der Obersten ihr Lockdown. Finde ich auch gut. Ich sag ja, die müssen alle aktiv werden, so richtig schön Druck ausüben. Ja, und dann gibt's jetzt eine kalifornische Corona-Variante. Die nennt sich CAL.20C. Ansteckender und tödlicher. Die Virusvariante CAL.20C, die zuerst im US-Bundesstaat Kalifornien aufgetreten ist, macht Forschern der Universität San Francisco große Sorge. Diese Variante ist wirklich besorgniserregend. Unsere Daten zeigen, dass sie ansteckender ist, eher mit schweren Krankheitsverläufen in Verbindung gebracht wird und zumindest teilweise resistent gegen neutralisierende Antikörper ist, sagt Charles Cheung, Infektiologe und Sequenzierungsexperte an der UCSF gegenüber dem Fachmagazin Science. Aha, da haben wir wieder eine neue Mutante im Spiel, da freuen wir uns doch sehr drüber. Und noch gefährlicher, noch tödlicher. Die übertrumpfen sich einfach immer wieder. Und dann noch ein Artikel von der Epoch Times, Corona-Allwunderheilmittelverabreichung von Erzieherinnen und Lehrer können ab sofort beginnen. Ja, die dürfen sich ja dann am AstraZeneca bedienen. Herzlichen Glückwunsch, das freut mich natürlich für alle, die darauf schon gewartet haben. Los, bevor die Termine weg sind. Dann ein Artikel von RT.de, WHO-Vertreter, Ende der Pandemie in Sicht, offenbar auch ohne Allwunderheilmittel. Während in Deutschland Warnungen vor Virusmutationen und von der dritten Welle publik werden, spricht die WHO von einem seit Wochen gegenläufigen Trend. Einige sprechen bereits von einem Ende der Ausnahmesituation im Laufe dieses Jahres, ganz ohne Allwunderheilmittel. So habe die von ihr selbst zur globalen Pandemie ausgerufene Corona-Situation bereits in der zweiten Januarwoche ihren Höhepunkt erreicht, so WHO-Offizielle. Seither habe sich nicht nur die Zahl der positiv Getesteten pro Tag, sondern auch die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen binnen eines Monats praktisch halbiert, wie unter anderem der Fernsehsender NTV berichtet. Diese Tendenz lasse sich mit Ausnahme des östlichen Mittelmeerraums zudem in allen Weltregionen beobachten. Dennoch warnt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, von einem zu schnellen Nachlassen im Kampf gegen das Virus. Jetzt müssen wir den positiven Trend verstetigen. Das Feuer ist noch nicht aus und wenn wir es nicht weiter bekämpfen, kommt es lodernd zurück. Er sagt, die auftretenden Mutationen seien normal und führten nicht dazu, dass das Virus außer Kontrolle gerate. Er sagt auch, es wird weiterhin ein Virus geben, aber ich glaube nicht, dass Einschränkungen nötig sein werden. Das ist eine optimistische Aussage. Und so weiter und so fort. Ich kann euch den Artikel gerne mal hier unten reinpacken gleich, dann könnt ihr ihn euch mal durchlesen in Ruhe. Aber die hören ja nicht mehr auf die WHO. Die WHO ist out. Am Anfang haben sie wirklich immer auf die WHO gehört, aber jetzt passt einfach nicht mehr ins Game. Muss man einfach sagen, passt einfach nicht mehr rein. Und deswegen hört man auch nicht mehr darauf, weil man ja seine eigenen hier Ziele im Kopf hat und natürlich sieht, wie schlimm das alles hier ist, wo auch immer die da oben leben. Ja, und immer wieder enttäuschend ist zu sehen, dass jetzt Influencer mittlerweile Werbung machen für Schnelltests. Ja, die kosten ja nur 15 Euro. Wenn man noch den hier Rabattcode eingibt, bekommt man sogar den Versand kostenlos. Man schützt damit alle, seine Familie. Man hat immer ein gutes Gefühl und deswegen, warum nicht? Also, ich finde es echt krass. Die benutzen sogar Influencer, um Werbung zu machen für den ganzen Blödsinn hier. Und die machen natürlich auch mit. Die bekommen ja auch bestimmt Geld dafür. Ist ja klar. Manche haben es ja auch sehr nötig. Manche würden ja für alles werben. Aus dem Grund, es ist wirklich krass, was hier los ist. Und dass uns jetzt wirklich gesagt wird, dass es Allwunder Heilmittel, zumindest mal BioNTech und anscheinend auch AstraZeneca, nicht mehr das Virus überträgt. Ja, es wird wirklich weiterhin schmackhaft gemacht. Natürlich gab es auch diese Woche wieder einige Berichte mit Todesfällen und so weiter und so fort. Ich wollte jetzt halt mal so ein bisschen auch andere Dinge sagen, weil ihr wisst ja, es ist so viel immer. Und deswegen, natürlich gibt es ja auch wieder, ich sage ja immer, schaut bei mir im Telegram-Kanal vorbei, da gibt es so viele Artikel, da könnt ihr euch alles mal in Ruhe durchlesen. Das ist auch immer mein Quellenverzeichnis. Die erzählen uns hier von diesem Allwunderheilmittel, als wäre es wirklich ein Allwunderheilmittel. Ich sag's ja nur, dass ich nicht dieses Wort in den Mund nehmen muss. Es ist natürlich kein Allwunderheilmittel. Aber die machen das wirklich so, das ist unsere Rettung. Genauso wie die Tests unsere Hoffnung sind, weil nur noch mit Tests können wir überleben. Wir müssen uns immer jetzt testen lassen. Testen, testen, testen. Ja, aber auf Grippe haben wir uns nie testen lassen. Oder die Frauen können doch auch ständig einen Schwangerschaftstest machen, um zu gucken, ob sie schwanger sind. Könnte ja sein, eventuell. Ja, so gehen wir jetzt auch gerade von dem Virus auf. Eventuell könnte ja sein, dass wir den in uns tragen. Also hier ist ja wirklich alles eventuell, vielleicht und so weiter und so fort. Immer wieder auf Modelle. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Wenn dann wieder die sich zusammensetzen und wieder hier ihre neuen Lügen ausdenken, ihre neuen Modelle berechnen und so weiter und so fort. Das bleibt einfach immer wieder spannend, muss man einfach dazu sagen. Jede Woche gibt es neue Nachrichten. Ja, und damit wären wir am Ende meines Videos angelangt. Denkt immer dran, Liebe verbindet und schafft Zusammenhalt. Geht auf die Demonstration, es findet so viel statt. Geht auf Autokursus, wir waren auch diese Woche wieder in Stuttgart, natürlich mit am Start. Und macht es einfach auch.
Zeigt euer Gesicht, redet mit allen. Ich sage ja immer wieder, teilt die Videos, teilt Berichte und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch mein Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare. Und vergesst auch unbedingt das Abonnieren nicht. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 12 Uhr wieder. Bis dann, sagt tschüss. Muah.